In wenigen Minuten ist es geschafft. Das Backtracking beendet, wir haben ja alle Charaktere und konnten dadurch einige Missionen der ersten 7 Welten bereits nachholen. Und wenn wir jetzt die letzten beiden Sterne der Wobi-Waber-Wüste uns krallen, dann haben wir die ersten 8 Welten komplett gelöst. Das ist doch mal ein Zwischenresultat, mit dem kann man arbeiten. Yoshi hat sich die Wario-Kappe aufgesetzt, denn jetzt geht's weiter, wieder mit einem stabilen Felsblock, den nur der Dicke zertrümmern kann. Den haben wir auch schon gesehen, der befindet sich hier. Und es gibt das berühmt-berüchtigte Schalterchen. Ein Schalter für den Alter. Oh nein. Tja, wie soll ich denn da schießen? Das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Dann machen wir das Unmögliche eben möglich. Wir haben keine Chance, also benutzen wir sie. Oh nein. Immerhin, er hat mich zerquetscht. Vielleicht wird es deswegen klappen. Natürlich nicht so. Alter. Ich will doch eine zweite Chance. Gib mir doch eine zweite Chance. Wie soll man denn da sonst hinkommen? Wario kann sich ja nicht eben das Flugcappy aufsetzen. Mario Cappy ist auch nicht in der Gegend. Ich wüsste eine Lösung. Aber irgendwie hätte ich gerne das Risiko. Eine Lösung wäre einfach mit Wario das zu zerschlagen. Das Mario Cappy zu nehmen. Oh, Matsch. Sieht aus wie ein Pfannkuchen. So, gut. Dass das Mario Cappy jetzt nehmen und der Block ist ja weg. Den Schalter könnte Mario dann selbst betätigen. Aber ich traue mich halt. Das hätte eben fast funktioniert. So, auf geht's, warte, ein bisschen peilen. Du fliegst aber komisch. Ich hätte jetzt noch aufstehen können. Naja, wir machen das wie eben besprochen und geplant. Wieder an Ort und Stelle. Okay, der Schnitt war fast schon unnötig, aber egal. So. Manche Leute fühlen sich ja schnell gelangweilt durch sowas. Nee, das ist richtig. Die Kanone zeigt doch hierhin. Das ist auch absolut korrekt. Weil Wario sollte man nicht schießen. Ich will auch kein Luigi. Ich will... Komm schon, stell dich nicht so an, Burschi. Es geht um Leben und Tod. Eigentlich nicht. Doch, es geht um Tod, wenn ich dich erwischt habe. Bist du eigentlich für ein Champignon? Ein laufender Champignon. So. Meine Herren und Gesangsverein. Geh weg da. Mit deinem Vectra. Mach Platz da. Mit deinem Mazda. Wow, warte. Ups. Damit hatte ich irgendwie nicht kalkuliert. Das ist plötzlich ein ganz anderes Sprungvermögen beim Herrn Klempner. Das war jetzt auch doof. Es kostet Zeit, ne? Das war jetzt doof gemacht. Kann ich jetzt nicht nur mal neu starten einfach? Tja, was hört zuerst auf? Zuerst auf die Flügelkappe oder der Sternschalter? Alter Schalterverwalter. Ich riskiere es. Die wird schon noch durchhalten. So. Schnell, 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 schnell! Was zielt er immer noch in die falsche Richtung? So wird's gemacht. Hätte ich mir gar nicht ins Hemd machen müssen oder in die Mütze. So läuft's. Jetzt bin ich aber gespannt, was die letzte Mission ist. Ich habe ja schon mal eine gemacht, die wurde entfernt oder war es nicht. Oder ist erst verfügbar, sobald man die entsprechende Mission angewählt hat. In der Pyramide nämlich. So, das macht mal. Pyramidenpuzzle. In der Tat, das müsste der Stern sein, von dem ich rede. Na warte. Wir lernen uns noch kennen, Burschi. Erstmal suchen wir einen Weg in die... Flippingfeder. Kamera, epic. Wo ist denn jetzt die Mütze? Ja, Mann. Schön, dass du auch eine Mario-Mütze aufhast. Das ist, kommt mir sehr gelegen. Schwupps. Warum?
Also, ja, diese Version auf dem DS hat Vor- und Nachteile. So, erstmal rein da. Ich glaube echt, das ist die Mission, die wir schon geschafft haben. Aber da ging das einfach nicht. Gleich wissen wir mehr. Nur für die Leute, die nicht wissen, um was es geht, für die ist es relativ dämlich. Das ist einfach nur heißt Pyramidenpuzzle. Aber ich glaube auch auf dem N64 konnte man anhand der Mission nicht schlussfolgern, was zu tun ist. Tatsächlich. Jetzt haben sie hier extra die Sterne hingepackt. Schloss den extra uneingesammelt. Weil das macht man gefälligst am Stück. Ja, jetzt lässt er sich über die Beschreibung, aber hier auf dem DS zeigt man wenigstens wirklich, dass man 5 Orte besuchen muss, oder waren es? Ne, ich glaube, es waren 5 Orte, die man besuchen musste. Und auf dem N64 waren da keine Silbersterne, sondern ja, gar nichts. Du musstest halt hin und wusstest nicht, warum und wohin und wie überhaupt. So gesehen haben sie das verbessert. Die Reise beginnt hier. Dann schwingen wir unseren Hintern runter. Ja, da waren wir halt schon mal, aber ist halt nicht mehr 64-Style. Sondern mit Silberstern. Also, vielleicht sogar der Beginn einer großen Karriere. Nein, vielleicht sogar der Grund, warum man die Silbersterne eingeführt hat. Diese Mission kann doch sein. So. Dann hätten wir auch Welt 8 geschafft, ne? Überragend. Wir gucken uns das an. Da, tatsächlich. Bums. Weiter mit der wilden Wasserwerft. Die ersten 8 sind wirklich gebonkt. Warte mal, habe ich den schon? Nein, friss mich nicht. Ich bin viel zu zäh. Nur Muskeln und Sehnen vom Rennen, ehrlich. Und ich schmecke echt gruselig. Lass mich gehen und ich gebe dir dies. Also, mit Yoshinski macht das Hasenfangen doch am meisten Spaß. Ah, Minispiele satt. Freue mich drauf. Wenn wir ein, zwei extra Parts machen für die Minispiele. Ich habe ein richtiges Lieblingsminispiel und das habe ich stundenlang gesuchtet. Ich verrate schon mal an die, die es kennen. Das mit den Panzern über die Eisscholle, wo die Panzer sich gegenseitig abballern müssen, ist eigentlich eher Glückssache, aber boah, war ich gut. Ich glaube, ich werde dann mein altes Modul auskramen und Schweiß und rote Münzen, okay. Ich glaube, ich werde dann mein altes Modul auskramen und mein Rekord zeigen, weil der war echt nicht von schlechten Eltern. Der Grund, warum ich jetzt zu Wario greife, ist eigentlich recht simpel. Ich möchte diese Münzen. Wir sollen uns um die 8 roten Münzen kümmern. Also kümmere ich mich auch um die 100 insgesamt. Die 100 gelben. Kriege ich die noch? Nein, die schwimmt weg. Oh, Bullshit. Aber es gibt schon mal 5 Münzen mehr als im Original üblich. Weil hier ist doch nur... Gibt aber trotzdem Coins. Sehr gut. Ja, und die Gegner. Aber ich glaube, da bringt mir der Panzer nicht viel, ne? Oder? Mal gucken. Der Panzer war fast ein Nachteil. Und ich glaube, Wario hier zu steuern ist ebenfalls ein Nachteil. Aber wie gesagt, die Gegner gab es hier, oder? Nee, die gab es nicht hier. Hier war rein gar nichts los. Hat mich damals echt gestört. Jetzt ist hier was los. Ich bin immer noch gestört. Ja, okay, dann lieber als Yoshi. Ist voll in Ordnung. Yoshi hätte ich gleich drauf kommen sollen. Mit dem geht das auch besser. Waren da gerade Münzen in der Wand? Ich guck mir das gleich nochmal an. Es gab hier nämlich früher Münzen. Irgendwie im Wasser, am Rand so ein bisschen.
Kann ich nicht einfach schlucken? So? Nee, geht nicht. Weil wir schwimmen. Das... Ich krieg dich. Ich kann ihm auf den Schädel hopsen. Sag ich doch. Hart erarbeitete erste Münzen. So, jetzt will ich das mal sehen. Ob die die Münzen einprogrammiert haben. Und dann das zugebunkert. Das hat man eben gesehen. Ich glaube das nämlich. Und wenn, dann gucke ich mir nochmal das an. Ich glaube, ich habe da die Münzen gesehen. Die da drin waren. Ne? Naja, nochmal Schwein gehabt. Weil die scheinen weg zu sein. Die waren noch ein bisschen willkürlich platziert, haben die gewirkt. Einfach so an der Wand dran. Dann halt nicht mehr. Oh, hier sind jede Menge. Die Aalmission, also mit den Folge den Ringen, das gibt's auch. Und das hätten wir ganz schnell lösen können. Aber ich mache immer erst gern die schweren Sachen irgendwie. Aber hier sind viel mehr Coins als früher. Habe ich das Gefühl. Wir werden es ja sehen. Wie gesagt, hier waren echt wenig verteilt in der Welt. Vielleicht haben sie deswegen einige dazu gepackt. Es sieht so aus. Ich versuche mitzunehmen, was geht. Hier waren an der Stelle vorher auch schon viele. Oh, das ist sehr riskant hier. Ich glaube, mit Wario hätte ich hier auch kein Vergnügen gehabt. Lang zu schwimmen. Dann doch lieber ein Dino-Face. Ganz ruhig. Das würde mich schon sehr ärgern. Wenn der Strudel mich bekommt. Boah, wegen ein so einer Münze, ne? So. Auf dem Boden der Tatsachen nachschauen. Hier ist nochmal so ein Gedönse. Ey, was? Ah, ist die Schatztruhe, weil es die falsche ist, oder was? Weil es nicht die richtige Reihenfolge ist. Warten. Warten, Scherzkeks. So, jetzt will ich hier nur mal am Boden gucken. Ich glaube, da ist nichts, aber... Versicherungen sind so ein Thema. Du hast auch nichts Spannendes. Nee, nee. Leben des Todes ist nicht spannend. Nein. Oh, ich bin schon gespannt, wenn wir die Stelle erreichen. Das Leben des Todes. Der Baum in der Gulliver-Gumba-Welt. Da werde ich es nochmal probieren. Alle Jahre wieder. Ob ich in die Höhle kommen kann, ohne dass das Leben des Todes, das originale Leben des Todes, mich erwischt. Man darf ja träumen. Das ist eigentlich das Highlight. Darauf wartet man. Wie ich mich bei meinem dritten Versuch anstellen werde. Auch wenn jetzt die neueren Abonnenten nicht wissen, was ich meine. Ach, wartet's ab. So, schon 57 Münzen. Wir schwimmen mal rüber. Sollte es eng werden? Nee, das muss schon klappen. Das sind mehr Münzen als früher. Auf jeden. Hier ist nichts, ne? KKK. Ja, es gibt ja auch den blauen Münzenschalter. Und ich glaube, die Münzenringe waren auch nicht da. Dann bin ich total bekloppt und benebelt. Kommen einen so vor, als wären die schon immer da gewesen, aber ich glaube, die waren noch nicht da. Hier in dem Gang war einfach nichts. Fertig aus, Mickey Mouse. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Oder die haben den blauen Schalter abgeschafft da oben. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nicht so richtig. So, da liegt die Wario-Kappe auf dem... Die liegen alle, alle Kappen liegen auf dem Grund des Meeres. Soll ja eigentlich die roten Münzen einkassieren? Bislang war von denen noch nichts zu sehen. Es sind definitiv viel mehr Münzen. Wenn ihr bedenkt, die ganzen roten Münzen zählen doppelt. Und der blaue Münzenschalter. Also hier ist Verwöhnprogramm, was die 100 gelben angeht. Aber erstmal wieder an die Luft. So. Da liegt auch noch ein halbes Vermögen rum. Ah, ich dachte schon, was denn das für einer? Wollen wir mal hoch. Es sei denn... Ja, es ist, die Mission heißt ja 8 rote Münzen, deswegen...
Ich dachte schon, ich komme da jetzt nicht hoch, ne? Wie mache ich denn das eigentlich? Unten war eine Mission. Das kann ja gar nicht mehr klappen, oder? Doch, kann, weil die Kappen unten liegen. Das wird interessant. Es gab eine Mission, wo man Metallkäppi und Transparent miteinander gleichzeitig haben musste, quasi. Geilste Kameraansicht. So, da warte ich jetzt. Also die Red Coins sind alle hier versteckt. Ne? Fein ist das. Knorke-Dufte. Also warten, bis diese Borussia Dortmund-Pfähle sich dazu bequemen, uns fortbewegen zu wollen. Aber 8 Münzen sind jetzt nicht die Welt. Die haben es aber auch nicht eilig, ne? Muss ich loslassen? Nope. Ja, und guck, hinten der blaue Münzenschalter ist immer noch da. Ich beiß ein Dino ins Gesäß, also... Ich glaub's ja nicht. Eine der schwierigsten 100-Münzen-Missionen wird versahnebeutelt. Ist jetzt sau einfach geworden. Schweinig versaut. Sau einfach. Sau gut. Macht nichts, wir gehen dahin. Da kann man hier 200 Münzen einsammeln. Nee, aber 150 vielleicht. Kommt davon, wie viel dieser Schalter da hinten ausspuckt. Das werden wir gleich erfahren. Ja, heute ist die Action ein bisschen weniger, weil es hier alles gemächlich zugeht. Das liegt an der Welt an sich. Ja. Ich sammle trotzdem die anderen blauen Münzen ein. Ich kann nicht anders. Wenn ich darf. Haufen Zeug. Also 130 werden wir auf jeden Fall zusammenkriegen. So. No, 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 no. Ja, die waren ein bisschen unausgewogen damals auf dem 64er. Manche Welten war es so super einfach, sei es Wurms Wuchtwall oder Big Boos Burg. Ha! Strick dich! Tatsächlich. Und hier war es so schwer und ich glaube, das war nicht mal gewollt, dass es so schwer war. Ich glaube, die haben da nicht so recht dran gedacht. Oder wollten es. Wollten es, haben es nicht so drauf angelegt. Ich glaube, diese willkürlich gesetzten Münzen ganz am Anfang, die jetzt nicht mehr da sind, merkwürdigerweise, ich glaube, die haben sie dann erst hingesetzt, weil sie gemerkt haben, oh, in dem Level gibt es überhaupt keine 100 Münzen. Ja, dann setzen wir da noch ein paar hin. Aber jetzt geht das locker flockig von der Hüfte. Und ich find's gut. Bis auf, dass Yoshi sich dreht, wie er nicht soll. Fragen, wo sind denn die Münzen alle? Die letzten beiden stecken da. Und jetzt ist hier auch noch eine Plattform, was es noch einfacher macht. Hier war ursprünglich keine Plattform. Du musstest von dem einen Borussia Dortmund-Stänkchen zum anderen springen. Aber nope. Die machen es einfacher. Das liegt aber womöglich auch daran, dass die Steuerung auf dem DS einfach ein bisschen mehr tricky war. Mit diesem ganzen Touchpad-Fortbewegungskram. Die Plattform, da muss ich jetzt schon schmunzeln als alter SM64-Veteran. Komm, da will ich jetzt nicht mehr 100 Jahre lang warten müssen. So. 100 Münzenstellen habe ich schon eingesammelt, ne? Logisch, logisch. Bei dem blauen. Bei dem blauen Kollegen von der Tagesschau. Warum gibt es nicht auch schwarze Münzen? So Bowser-Münzen. Gab's aber, glaube ich, bei irgendeinem Mario Party, kann das sein? 86! 86 Leben, da fängt das Leben an. 86 Leben, hat man Spaß daran. Machen wir noch zwei? Eigentlich nicht. Aber weil ihr es seid. Oder... Nee, wir machen die zwei Missionen jetzt. Mario.
Es gibt zwei Sterne, die kann man ganz, ganz schnell ergattern und um die würde ich mich liebreizend gerne kümmern. Das ist nämlich zum einen... Wie heißt die Mission Folge dem Fisch? Ich weiß das gar nicht. Wie heißt denn die Mission Auf in luftige Höhen? Was soll das denn? Vielleicht sind die das gar nicht mehr dieselben. Wo ist denn jetzt der Fisch? Fischgesicht! Nee, da. Du bist gemeint. Nee. So, er schwimmt zwar durch, aber es zählt nicht mehr. Jetzt nicht der Reihenfolge nach mal, was? 5 oder waren es doch 6 Ringe des Mantas durchfliegen. Und schon ist alles in Butter. Bin ich gespannt, das kann ja nicht die Mission gewesen sein. Das entspricht ja überhaupt nicht. Mantus Rachus Belohnung. Das heißt da Mantus Rachus. Alcano hat keinen Namen mehr, aber der heißt Mantus Rachus. Guten Tag, mein Name ist Mantus Rachus. Ich habe mich bei ihm beworben. Auf in luftige Höhen? Was ist denn das für eine Mission? Auf jeden Fall machen wir den anderen Stern gleich nochmal. Ich überlege derweil, wo sind luftige Höhen erforderlich? Ich meine, das haben wir doch gerade gemacht. Es gibt noch zwei Möglichkeiten, die mir einfallen. Es gibt noch zwei Sterne. Und ich wüsste nicht, was davon... Auf in luftige Höhen heißen könnte. Wie gesagt, der eine unten in dem Käfig. Und der eine mit den Ringen da hinten. Das könnte sein, dass dieser Ringstern ersetzt wurde. Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Gucken wir gerade mal. Aber die Ringe sind auch noch da. Wir gucken mal. Früher ging das nämlich einfach so. Die Luft wird knapp. Einfach hier bleiben. Aber die Luft reicht schon. Aber bist du jetzt da drin im Da brauchen wir Wario. Wir brauchen erstmal Luft. Und zwar so schnell wie möglich. Moment mal. Gibt es überhaupt eine Wario Cup? Ich sehe nichts auf dem Touch. Doch, gibt es. Dankeschön. Warum muss es jetzt da drin sein? So, und da in dem Käfig eigentlich. Tatsächlich, hier sind echt noch zwei Sterne im Wasser. Könnt ihr mir mal sagen, welcher dieser beiden Sterne jetzt auf in luftige Höhen heißt? Ich frage ja nur mal. So, warte. Wird es ein längerer Part, aber ich beende das jetzt gerne. Boah, der schwimmt aber auch wie ein... Echt mal. Wo hast denn du schwimmen gelernt? Gut, Wario Land 1 hat dann nicht ganz so gut geschwommen. Er kann einfach nicht schwimmen. Das ist es. Komm schon. Komm schon. Das ist jetzt nur, um das einzusammeln. Ich hätte schwören können, das war auch nicht so. Oder doch, ich glaube schon. Ja, das sind echt belanglose Sterne, muss man mal so sagen. Waren das die luftige Höhen? Tatsächlich. Das finde ich richtig daneben. Die Mission heißt Auf in luftige Höhen. Und wer keine Ahnung hat, der sucht vielleicht irgendwo am Himmel da bei den Stangen, wo da noch was sein könnte. Da heißt das Auf... Das war meine Stirn. Kann man nicht helfen bei so einem Kack. Also echt, wie kann man das so nennen? Ich verstehe das beim besten Willen nicht. Begreife, wer will, auf in luftige Höhen. Du musst doch nur... Du gehst in luftige Höhen. Vielleicht hat das irgendein Entwickler war besoffen und hat gedacht, wenn man die Mission macht, kommt man in die Luft, während man da auf die Ringe wartet oder so. Ich habe echt keine Erklärung dafür. Bescheiden. Kein Verständnis dafür. Schwimme durch die Ringe. So oder so ähnlich hieß es im Original. Ist doch immerhin besser als sowas, so eine Fehlinformation. Da kann ich mich nicht beruhigen. So, pass auf. Wie komme ich jetzt an den letzten Stern? Da unten ist ja... Ah, ich verstehe es.
Eigentlich nicht. Eigentlich verstehe ich es nicht. Luigi? Man ist ja nicht schnell genug runtergeschwommen. Deswegen gab es Wario. Ich guck mal, ob das so funktioniert, wie ich dachte. Mensch. Wechseln wir dann einfach die Fähigkeit? Ich probier's halt aus. Hier sind die luftigen Höhen. Unter Wasser. So, mit Mr. Wario könnte es mir wirklich knapp werden hier. Ja. Thank you, man. So, eigentlich waren hier zwei, ne? Links von dem anderen Gitter ist jetzt gar nichts mehr. Da war noch der zweite. Die meisten kennen das wohl. Ich guck mal, ob so funktioniert. Ich habe keinen Plan. Einfach. Ich hätte. Dämlich, ne? Nochmal hoch. Ich muss wahrscheinlich direkt auf die Luigi-Kappe springen. Jetzt. Mal sehen, ob das funktioniert. Bin doch echt excited da. Man kann ja so weit sich fortbewegen. Das haben sie wahrscheinlich deswegen geändert. Wenn du mit als Metallform untergegangen bist, das ging eigentlich nicht so schnell. Also du konntest dich nicht so frei bewegen. Jetzt kann man sich viel freier bewegen. Und das ist der einzige Grund, könnte sein. Oder der Hauptgrund halt. Dass man jetzt... Boah. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Bumbatzbum. Guck mal, da waren auch nur Münzen. Lol. Ich muss dann natürlich drauf, aber wie? Wenn ich, darum geht's ja, wenn ich mit die Luigi-Kappe mir einfach nehme und transparent werde damit, reicht die Zeit ja nicht mehr, glaube ich. Also da geht die Transparenz zu Ende, bevor ich am Käfig bin, glaube ich. Wenn es wieder nicht klappt, probiere ich's so aus dann. Jetzt, warum sinkt er denn diesmal so schnell? Das hat damit scheinbar nichts zu tun. Dann tut's mir leid. Ich probier's jetzt mal auf die Art und Weise, wie man es eigentlich nicht machen soll. Das war ja der Sinn dahinter, dass man diese Doppelkappen hatte. Ich könnte erfolgreich auf dem Schlauch stehen, das kann schon sein. Also, Luigi. Ach was, das ist eine Wario-Kappe. Aber der schwimmt doch schnell genug, das muss doch eigentlich funktionieren. Könnte. Ich wüsste auch sonst nicht wie, ehrlich gesagt. Aufgrund der Änderungen. Kann er schnell genug hinschwimmen? Ich behaupte ja. Ja, tut mir leid dafür. Wie gesagt, im Original war es so, du hast extra das Stahlcappy gebraucht, damit du schnell genug runtersinkst und da rein kannst. Ist hier jetzt verändert worden. Egal, wir haben die Welt geschafft. Freunde der Nacht, dank fürs Ansehen. Ist der Daumen oben, wird man euch loben. Und dann bis zum nächsten Mal, da fangen wir mit der 10. Welt an. Geil, bis dann und ciao.